FM1 Kickoff. Jetzt heisst es eigentlich nur noch den Sonntag überstehen und nachher kann man sich wieder voll und ganz auf die Meisterschaft konzentrieren. Ja, also überstehen. Wir haben nicht vor, einfach das über uns ergehen lassen. Wir haben unser Ziel. Wir wollen echt die Überraschung schaffen. Und das ist nicht einfach so, dass man das mal auf die leichte Schulter nimmt. Von den 11 bisherigen Göppingen gegen den FCZ hat der FC St. Gallen 3-mal gewonnen. Wieso glauben Sie, kommt am Sonntag der 4. Sieg? Gegen Statistiken kann man eigentlich nichts sagen, aber interessiert uns nicht gross. Also, ich sage einfach, wir haben Qualität in unserer Mannschaft, wir spielen daheim. Und ich denke, wir müssen uns auf das besinnen. Sicher sind wir Aussenseiter, wir dürfen denke ich mal, unbekümmert aufspielen. Und das ist sicher eine neue Situation auch für uns. Weil wir haben eigentlich diese Saison immer eigentlich, sind die Rolle eingenommen, dass wir unter Druck gestanden sind, dass wir eigentlich Mühe gewinnen. Und jetzt denke ich, am Sonntag dürfen wir gewinnen. Und das sollte uns sicher beflügeln und es ist eine neue Situation. Die Zuschauer werden da sein und ich denke, wir haben alle eine gewisse Vorfreude auf das Spiel. Klar, auf dem Papier ist der FCZ in der Favoritenrolle. Er kommt von der Super League, ihr seid unterklassig, der unterklassige Verein. Trotzdem im Moment läuft es im FC Zürich auch nicht wunschgemäß. Ist das eure grosse Chance? Ja, sicher sind sie auch in einer Krise. Aber wir haben gesehen, dass sie absolut Qualität in dieser Mannschaft haben. Also sie haben immer noch Top-Mannschaft. Sie haben vielleicht nicht gerade den Lauf, was vielleicht auch schon gehabt haben. Aber sie haben in der Europa League haben schon gute Partien gespielt. Jetzt geht's los und haben sie auch wieder eigentlich ohne Probleme 4-1 gewonnen. Also es ist nicht einfach, dass man könnte sagen, ja, der FCZ ist jetzt zweitletzten und es wird eigentlich machbar sein. Also sie haben nach wie vor Qualität in der Mannschaft. Aber eben, wie gesagt, wir müssen auch von uns schauen und wir wissen auch, dass wir eine Qualität in der Mannschaft haben. Sie haben vorher selber gesagt, endlich können wir einmal ohne Druck aufspielen. Ganz anders sieht es eben bei den Zürcher aus. Dort hat die Vereinsleitung klar gesagt, wir wollen jetzt über den GÖP uns auch international qualifizieren für die Europa League. Der Druck, der jetzt eben auf der Seite des FCZ ist, könnte der genau zum Stolperstein werden? Ja, das ist sicher. Ein Druck spielt immer einen gewissen Faktor in so einem Spiel. Aber ich denke, wir haben von außen vielleicht keinen Druck, aber wir setzen uns selber auch unter Druck, weil wir wollen den Match wirklich gewinnen. Das ist auch unser Ziel, das wir haben, möglichst weit kommen im Cup. Aber das ist sicher eine Möglichkeit, oder, wo wir sicher mal einen positiven Faktor vielleicht auf unserer Seite haben können. Nur, wie gesagt, also wenn man auf dem Platz steht, dann steht man auf dem Platz und dann spielt eigentlich der Druck nicht mehr so grosse Rolle. Es geht mehr um Vorbereitung, wie man in das Spiel hineingeht oder mit welcher Haltung. Und ich denke, wir können, dass wir keinen Druck haben im Vorfeld, können wir mit einer gewissen Vorfreude können wir das Spiel hineingehen und gehen wir auch. Und das kann wirklich befreiend sein. FM1 Kickoff.